Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End. Wir sind ja gerade in der Wüste Well, well, unterwegs. well. Well, well, well. You know, 'cause it's a well. Schlechter Wortwitz. Und schauen gerade. Wow, okay, jetzt habe ich kurz gedacht, der stürzt ab. Was wir hier so finden können an wertvollen Sachen. Hier war scheinbar schon länger niemand mehr unterwegs, so wie da die Spinnennetze sind. What have we here? What have we here? That's fucking cool, den Dolch, den hätte ich gern, aber den nimmt er nicht. Oder hier das Schwert, boah, geil. Geil, 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 geil. Nimm es, nimm irgendwas. Alter, hier ist so viel geiles altes Zeug. Oh, Tagebucheintrag. Yay! 11. Juni 1702. Yeah, these pirates weren't messing around. Davon gehe ich aus. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet und wie auf Kommando schlenderte eine weitere Gruppe leichtsinniger Kopfgeldjäger und Ruhmsucher durch unser Lager. Sie haben sich tapfer geschlagen und einige unserer Kameraden getötet, aber es gab niemals Zweifel am Ausgang des Kampfes. Zwei Regimente der Ostindien Company besiegt in nur 2 Tagen. Ich hoffe um ihretwillen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. I don't think so. Ihr selbstgerechter Leutnant Sherwood hat lange genug gelebt, um Captain Avery zu beleidigen und uns einen großen Anteil des Kopfgeldes sowie eine Begnadigung im Austausch gegen Informationen über Averys Aufenthaltsort zu versprechen. Avery bietet uns etwas Größeres als Gold, sagte ich, bevor seinen Beleidigungen mit meinem Schwert ein Ende setzte. Abgesehen von unseren Verlusten waren diese britischen Schweine außerdem viel besser ausgestattet als die letzten. Ihre Stiefel und Pistolen werden uns von großem Nutzen sein. Cool. That's fucking useful. So, aber ich hätte jetzt hier gern noch etwas mehr. Irgendwas glitzert. Da oben glitzert was. Da oben. Ich sehe es. Okay. Was passiert, wenn ich das Ding mit der Seilwinde tatsächlich... Ich kann das Ding mit der Seilwinde nicht einreißen. Keine Chance. Wie soll ich denn das hier runterbringen, das Ding? I mean, what? Ah, shit. Achso, ich komme hier so nicht wirklich hin, ne? Es ist natürlich doof. Warte mal, doch, da kommt man doch ran. Jetzt sei nicht so. Fuck. Okay. Das probieren wir doch aus. Vielleicht kommen wir dann da besser hin. Ob ich da mit dem Seil runterkomme, mit der Seilwinde? Warte mal, ich muss das Auto mal in Position bringen. Wait for it. Das probieren wir definitiv aus. Das probieren wir definitiv aus. Ah. Did you find something down there? Baby, do me a favor, get behind the wheel for a sec. Holy shit. Will do. Komm ich darüber mit dem Ding? Nope. Okay. So. Geil, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, dass ich damit so weit hier runterkomme. Das ist ja richtig geil. Oh shit, oh shit, oh shit. Lass mich hier weg. Yes. Thank you. Geil. Also das finde ich echt genial hier. Okay, what do we have here? Was ist das? Ich habe schon einiges gefunden. Katzenanhänger, das schicke Schmuckstück,
Ein Messingpokal, geschnitzte Nussflasche. Der Penny, ein Klappmesser. Zinnkästchen, oh wie cool. Eine Schneiderschere, Steinschlossbüchse mit Lampe, ah ja. Das ist sehr cool. Ein Zinnkästchen. Savasa Tabaksdose. Verwetterte Steinschlosspistole. Mogul Puderflasche aus Elfenbein. Alter. Fancy as fuck. Taschensternenkarte. Das Ding ist geil. Das hätte ich wirklich gern in echt. Englische Bierflasche. Zinnbriefhülse. Ah, das war das von gerade. Okay. Cool. Das ist echt cool. Hopp. Na dann sind wir hier drin auch schon wieder fertig. Und können weiterschauen. So, let me back on the wheel. So, nothing major. I'll show you back at the hotel. Nothing major, nur kleines altes Ding. Oh, yeah. If you had a guard doing you favors, why didn't you use him to get word to us? Oh, I tried. I asked him to mail a letter to your P.O. box. I never got it. That'd be because the warden saw it. I got busted up pretty bad and never saw that guard again. Jesus. I got my own back when the warden decided to room me with Alcazar. That didn't turn out how he expected. Oh, shit. Ah, hell. See that smoke? Oh, shoreline, slow down. Da hinten? Was gibt's denn da oben noch? Da müssen wir doch tatsächlich hin, oder? Wir schauen mal nach da. You know, come to think of it, I actually dealt with Alcazar a few decades ago, even before I met you two. Oh shit. How are you? More shoreline idiots. Okay. Let's take care of him. Dann können wir noch in den Turm da reinschauen, bevor wir Richtung Vulkan weiterdüsen. Sup, buddy. Shotgun. Oh. Shotgun. Oh, fuck. Der dahinter auf der Ding sollte mich nicht unbedingt sehen. So, meine Kleinen. Ich markiere hier mal ein paar von euch Idioten. Damit ich nicht überrascht werde plötzlich. Muss ja nicht sein. So. No one will know. She'll know. The rest of the crew will know and we'll be dead. Okay. Shit. Da sind schon wieder so Fässer. Da kann man rein und runter. Da gibt's wieder irgendwas Cooles. Da gibt's wieder irgendwas Cooles. Was machst du da? Warum stocherst du auf dem Holz rum? Ernsthaft? So ein Idiot. Wenn ich das jetzt sprenge, dann fliegt er mit in die Luft, aber dann sieht er uns auch. Ich würde extrem gern da in das hohe Gras rein. Um zu verschwinden kurz. Damit er uns nicht sieht. Oh, bleibst du da jetzt stehen oder was? Hau ab. Go the fuck away. Come on. Sag mal. Willst mich doch ärgern, oder? Na gut. Dann habe ich damit meinen Spaß. Hoppala. Ja, hups. Talk to me. You find anything? No, nothing. Everyone, spread out.
What's up, buddy? So. Immer mitten in die Fresse rein. Think we're clear. Hey, look. Anything in that pit? Oh, check it out. Let me have a look. There. Let me have a look. So, cool. Aber das Aufräumen ging hier gerade tatsächlich relativ schnell. Was haben wir hier? Was ist denn das? Musketenbandolier. Nice. Pretty cool, actually. Aber das war's hier unten dann tatsächlich auch schon. Ha, hab mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr von erhofft, wenn ich ehrlich bin. Was bringt mir eigentlich das Ding da oben, wenn ich mich da ranhängen würde? Bringt mir das überhaupt irgendwas? I don't think so. Nö. Damit kann ich mich mega cool zu dem nächsten dahin schwingen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Aber sonst gibt's hier leider nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu dem Turm da. Oh, das ist ja eine Höhle. Die sehe ich jetzt erst. Das ist, oh, geil. Meins. Das ist definitiv meins. Ein Granatwerfer. Geil. Sehr geil. Komme ich da mit dem Auto rein? Normalerweise ja, aber ich schau mal hier kurz so durch, was uns da auf der anderen Seite erwartet. Vor allem interessiert mich, ob wir hier zu dem Turm kommen oder wo wir jetzt hier wirklich sind. Und ja, da kommt man schon zu dem Turm. Oh, da kommt man recht nah an den Vulkan ran. Ja, ich hätte das Auto gleich mitnehmen sollen. I fucking know. Da müsste ich doch jetzt eigentlich wieder zum Auto kommen, oder? Oder? Ich hoffe. Sonst bin ich ja noch länger unterwegs. Ja, genau. Komm, mach ein paar Rollen. Sehr geil. Ich hoffe, ich komme jetzt zum Auto zurück, sonst mache ich den Weg ja gerade umsonst. Komme ich hier zu dem blöden Turm? Ich glaube, keine Ahnung, wo ich unterwegs bin. Ah, jawohl, jetzt bin ich hier. Huh, Glück gehabt. Glück gehabt. So. Jetzt ist nur die Frage, fahre ich da durch? Oder? Oh shit. How are you still alive? Well, he wasn't quite the man he is today. Still working his way up the criminal ladder then. I sold his boss a few woodcut prints I'd smuggled out of Japan. He was into shoguns and such. Alcazar was the go-between. What was he like? Soft-spoken, but intent. Check this out. What if that's man-made or natural? Looks to me to be half and half. Okay, shall we pick up where we left off? Yeah. So, soft-spoken, but intense. Like you could explode at the slightest provocation. Well, he hasn't changed much then, has he? I got my money and got the hell out of there. Holy shit. Ich hab keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, ob das überhaupt ein Weg ist. Okay, here we go. And he's got the steering wheel sticking out of his crotch. All right. So the bartender goes, hey man, what's with the wheel? And the pirate says back, arg, it's driving me nuts. I love that one. Don't make me leave you out of here. Don't make me leave you out of here. Steig aus! Jetzt steig aus, du Sau.
Na endlich. I'll be right back. I'll just wait with Sam. Right, you two stay there and wait. Ah, there you are. Wen höre ich denn da summen? Waren das die beiden noch, oder wie? Ja, mit dem Auto komme ich da doch nicht mehr hoch. Deswegen habe ich jetzt das stehen lassen. Ihr seid Vollidioten. Was soll der Scheiß? Check it out, boys. What is it? Bin gespannt, ob ich mit dem Auto da jetzt irgendwie wieder hier hinkomme halt, ne? Dahin, wo wir eigentlich hin müssen. Shit, you can probably see all of King's Bay from up here. Yeah. Hey, look. There's the city. And there's the river valley. Nice. Just found something. Da drüben. Der nächste Turm. Komm. Hey guys, there's another tower just over the hill. See any shoreline marks? I can't tell. So. What do you have to say? Quite the view. Just keep waiting to wake up and find myself in solitary or something. It's all some kind of dream. Sam. Oh, no, no guilt trip. I'm just... Let's go find this thing. You bet. You bet. Was ist da unten? Ach, da waren wir gerade, glaube ich. Ist das das? Ja, sieht sehr danach aus. Ah, die Aussicht ist geil. Das ist nur die Frage. Wie es mit dem Auto ausschaut. So, how are you doing? Yeah, still in one piece. I appreciate you coming along for the ride. And especially for negotiating with that rental guy. No problem. Hell, I'd be lying if I said I wasn't enjoying myself. Me too. Immerhin. Na, immerhin hat er auch seinen Spaß. Ja, nehm mal an, dass ich hier mit dem Auto jetzt irgendwie weiterkomme, weil die Idioten haben es ja da runtergefahren, was nicht geplant war. Ich wollte mich eigentlich noch in die andere Richtung fahren. God damn it. God damn it, ihr habt es wieder kaputt gemacht. Mensch. All set. Shit, hey. Da runter komme ich wahrscheinlich nicht. Ja gut, runter komme ich, aber... Sie werden es halt nicht überleben. Nehme ich stark an. Nehme ich halt extrem stark an. Das ist eine Sprungschanze, das ist... Alter, weißt du, wie verlockend das ist, da runter zu fahren? You have no idea. Who made these cairns? Must be a trail marker. Let's keep an eye out for them. Must be a trail marker. Aha, now I get it. Okay, da scheint keiner zu sein. Well, it would appear we got here first. Let's check the place out and keep moving. Hey, what do you make of the drawbridge, Nathan? A little out of place. But you don't put up a drawbridge unless you're trying to protect something. Such as pirate treasure? Maybe. Maybe. Let's find out. So, schauen wir doch mal, was es hier so zu finden gibt. Hopp. So, irgendwo hier muss ja der Mechanismus für das Ding sein. Hey Nathan, komm check this out. Yep. Hell, the stairs are busted. There's no way up to the crank. I'll see if I can find something to stand on. Shouldn't be a problem. Wait. Ah, Pistole. Nice. Hauptsache immer alles in die Luft sprengen, das ist ganz wichtig. Warum bin ich jetzt hier unten? Scheiße. Ich hab gedacht, es gibt hier was. God damn it. Huh. Es ist die Zugbrücke. Okay.
Wir brauchen irgendwas zum draufsteigen. Irgendwas. Da oben. Wait. Ich habe gerade was gesehen. Ja, du schaust schon in die richtige Richtung. Da müssen wir hoch und das Ding da runterfahren. Yep. I know. Und die holen wir uns auch, allerdings in der nächsten Folge. Die Folge beende ich hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.